Hallöchen und willkommen zurück hier zu Assassin's Creed in Alexandria. Wir haben es ja in der letzten Folge gerade so noch geschafft, hierher zu kommen. Irgendwie. Jetzt ist unser erster Auftrag. Was war nochmal unser erster Auftrag? Jetzt habe ich schon wieder so eine Markierung gesetzt. Ich klicke immer hin, anstatt die Pfeiltasten zu benutzen. Ich will immer mit der Maus scrollen. Klappt aber irgendwie nicht so ganz. Gibt's jetzt nicht, oder? Ich habe alle Schnellreisepunkte bis auf den mitten in der Stadt mir geholt. Ich hätte gesagt, wir machen schnell die Mission und dann springe ich schnell hier runter. Immerhin gibt's eine Schnellreisefunktion. Ja, bescheuert, wenn wir das nicht so machen. Und es gibt ja diesen... Hier nochmal. Senus Wahrnehmung. Obwohl ich das noch nicht so ganz kapiert habe, in welcher Art und Weise das bitte schon funktionieren soll. Ich meine, es erhöht seine Wahrnehmung. Um Gegner leichter markieren zu können. Ja, es schadet auf jeden Fall nicht, wenn wir das machen. Also, wir haben hier eine Mission. Heißt, wir benutzen Senno und gucken nach, wo die Mission ist. Gucken wir mal, sind hier irgendwo Wachen oder irgendwas, was mich irgendwie... Ach, den umgeben Wachen, das ist ja nett. Aber der läuft hier anscheinend einfach auf einem Markt rum. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist irgendwie sein Gebäude oder sowas. Dann gucken wir mal. Wir haben ja jetzt diese Sprungangriffe freigeschaltet, oder? Habe ich das gemacht? Oder habe ich das noch nicht gemacht? Ich habe es gemacht. Frage ist, ob man zuerst... Auftrag erfüllt. Das armselige Ende einer armseligen Existenz. Haben Sie mich gefunden? Ich werde Iras davon erzählen, wenn ich sie wiedersehe. Bleib, kannst du bitte mal stehen bleiben? Verdammt. Da bist du ja. Irgendwie ist die KI von denen ziemlich blöd. Wer schießt hier? Niemand. Hey, was? Stirb, du Wurm. Hey! Kann ich den mal erwischen hier? Haha! Tada! Und ein neues Level. Was geht denn mit dem ab? Ist das irgendwie ein Reiter? So, habe ich jetzt den Konflikt verlassen? Sind hier jetzt noch irgendwo Wachen? Schön. So. Sei gegrüßt, sei gegrüßt. Das kann ich bei dir jetzt kaufen oder per Kauf? Ah, cool, okay. Irgendwie, naja. Um ihre Macht und Erfahrung zu zeigen. Oho. Ich bin, dass wir diese einfachen Rüstungen und sowas mit uns mal kaufen können und die teureren, da überlegen wir dann später, ob man sich sowas dann holt. Ich weiß nicht, ob man dieses Zeug nochmal braucht oder ob man das einfach so verkaufen kann. Ist es einfach nur so Plunder, um Geld zu kriegen?
Ich hätte jetzt einfach mal gesagt, wir behalten uns das einfach mal noch und gucken dann später. Wir haben ja momentan fast 5000 Drachmen. Gefällt dir etwas? Ah, die hat dann gleich noch eine teurere Rüstung. Und wieso verkauft die gleich zwei davon? Die gehen doch nicht kaputt, oder gehen die kaputt? Küstenreichkleidung. Warte mal, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Bringt es uns irgendwelche Boni? Das Leben auf See kann schwer sein. Ohne die richtige Kleidung ist es noch schwerer. Ja, aber bringt uns das irgendwas? Ich meine, das sind 5000 Drachmen. So viel habe ich nicht. Ach, und die will auch bloß wieder unseren Plunderzeugs da hier. Bis bald. Bis bald. Tschüss. So, was hat der hier so im Angebot? Das ist einfach wirklich bloß eine optische Sache. Und was kann ich bei dem verkaufen? Meine. Nee, Wanderer verkaufe ich nicht. Das ist mein erster reitbarer Untersatz. Ah, Felsenu. Mir gefällt es so. Ich möchte mich gar nicht bewegen. Ja, okay. Mach ja schon. Quatschen wir noch kurz mit dem hier. Das ist jetzt wieder dieser Junge, oder? Ah, Medjay! Du kommst gerade recht. Ich habe genau das Richtige für dich, aber ich brauche ein paar Dinge, um es zu reparieren. Gut gemacht, Medjay! Das ist für dich, wie versprochen. Welche Materialien habe ich dem jetzt gerade gegeben? Ich habe dem gerade irgendwelche Materialien gegeben, ich weiß bloß nicht welche. Jetzt nochmal ganz kurz gucken. Ausrüstung. Bei den Fähigkeiten wollten wir ja sparen, wir haben jetzt bloß einen Fähigkeitspunkt, oder? Attentatsbeute, glaube ich, holen wir uns als nächstes. Und dann heimliche Kill-Serie, weil ich mag das Schleichen einfach gern. Prüfung der Sachwelt. Ach, das ist anscheinend das habe ich vorhin gerade gesehen. Das ist so ein zeitlich begrenztes Event anscheinend. Steht hier auch 5 Tage noch übrig. Ich glaube, in den nächsten 5 Tagen werde ich auf jeden Fall nicht 40 werden. Ich nehme nicht regelmäßig genug dafür auf. Ist auch schön, dass das gleich die Beschreibung gleich mal mit einem Fehler anfängt. Ach so, das ist Absicht. Fehler 2313, Animus-Gefühlssensoren überlastet. Sachmet-Verkörperung stört die Simulation. Behebe die Störung in der vorgegebenen Zeit, um die Daten zu schützen. Ja, jetzt, Ich bin schon wieder viel zu abgelenkt. Wir haben einen neuen Schild, ist der besser? Er ist besser. Kann ich die alten Schilde irgendwo verkaufen? Kann ich bei ihm Waffen verkaufen? Kann ich. Stufe 1 kann ich verkaufen, oder? Ich habe jetzt keine Ahnung, was ich jetzt alles verkauft habe, aber ich habe jetzt gerade einfach V gedrückt, im Sinne von, da unten steht, verkaufe unnötige Gegenstände. Da bin ich jetzt dann mal gespannt.
Ach, hab mir das jetzt diesen ganzen Plunderzeug. Ah ja, okay, wenn das Spiel mir sagt, das sind unnötige Gegenstände, dann wird's wohl stimmen. So, verkaufen, verkaufen, verkaufen. Ausgerüstete Gegenstände zeigt er mir hier eh nicht an, oder? Ich lasse jetzt einfach die besten einfach dann trotzdem mal da, sicherheitshalber. Ach, der ist ausgerüstet, oder was? Ach, es steht ausgerüstet dabei. Das ist praktisch. Der ist ausgerüstet, deswegen kann ich ihn nicht verkaufen. Kriegsbogen auch nicht. Da kann ich ein Upgrade machen, sehe ich gerade. Speere benutze ich ehrlich gesagt eh nicht so gern. Das sind nur schwache Sachen, die verkaufen wir auch gleich mal. Wir halten wir mal ganz kurz, den Diamantausteil haben wir ausgerüstet. Könnte ich auch mal so eine schwere Klingenwaffe ausprobieren, nicht wahr? Doppelschwerter sind zwar ziemlich cool, aber die sind halt ziemlich schwach momentan. Das ist auch nicht so gut. Das habe ich auch ausgerüstet. Also alles, wo das hier rot angezeigt wird, das kann ich nicht verkaufen, weil ich es ausgerüstet habe. Na gut, da haben wir jetzt wieder ein bisschen unser Inventar geklärt. Ich denke mal, das ist ganz praktisch. So, jetzt springen wir nochmal kurz hier runter. Was ist hier jetzt? Ach, das ist die Prüfung der Sachmittel. Wo ist die eigentlich? Unten, weiter unten, weiter unten. Da kommen wir so schnell nicht hin. Können wir gleich vergessen. Aber ich wollte schnell hier hinspringen. Hallo? Ja. Ladebildschirm, Ladebildschirm, Ladebildschirm. Schuppidu. Ja, geht mir halt mal aus dem Weg. Immer stehen die da so doof rum. Sehr schön hier. Synchronisieren wir mal. Hui. Ja, und jetzt porten wir uns, da wir das ja jetzt geschafft haben, würde ich jetzt sagen, porten wir uns gleich wieder zurück. Habe ich schon geplündert? Tötet. War das nicht das Schiff hier, das ich schon gemacht habe? Weil es wird mir als schon abgeschlossen angezeigt hier. Aber ich habe die Mission doch hier gemacht. Heißt das, die Schiffe fahren immer, wechseln sich aus oder was, fahren hin und her oder irgendwie so? Faszinierend. Gesagt, wir gehen dann erstmal hier hin und markieren uns hier schon mal unsere Hauptquest, die wir hier machen müssen. Ich hätte jetzt aber trotzdem gesagt, wir gucken uns erstmal hier den Aussichtspunkt an.
Ist schon schön hier irgendwie. Und die Straße, ihr Narren! Gebt den Weg frei! Sind die ja alle mit Reittieren unterwegs? Haben wir schon hier einen wunderbaren Ausblick. Sind noch nicht mal ganz oben. Wie komme ich da jetzt am schlauesten hin? Der K ist weg. So wenige Ägypter kommen in die Tempel. Wo sind meine Brüder und Schwestern? Wie traurig, das Serapeum so zu sehen. Ich habe das Gefühl, das endet hier noch alles in der Mission. Merkt man schon so ein bisschen den griechischen Einfluss. Das sieht ja fast schon nicht mehr ägyptisch aus hier alles. Tempelmäßig. Wirkt zumindest so. Dann gucken wir mal. Müssen wir halt jetzt mal auf den Todessprung verzichten. Ich hab mir gedacht, der springt irgendwie in den Baum rein, aber nö. Hier ist es wieder. Ach, sehe hier gleich die Schriftrolle. Der Insel voller Ruinen. Der Stadt, den ganzen Tag noch an. Aha. Interessante Geschichte. Ach so, das sollen dann immer solche Rätsel sein. Ich muss da mal. Irgendwann mal wird es wahrscheinlich eine Folge geben, wo ich nichts anderes mache, als die ganze Zeit solche Rätsel zu lösen. Werdet ihr schon sehen. Eine Rätselfolge. Großer Serapis, bist du so barmherzig wie Amun? Willkommen, Bruder. Danke, Priester. Schön, dass die Ägypter zurückkommen. Seit mein Trommler eingesperrt wurde, ist es hier ruhig. Die Stille ist bemerkenswert. Ein Gerber ließ ihn verhaften. Er wirft ihm vor, ein wertvolles nubisches Löwenfell aus der Küpe gestohlen zu haben. Dabei hat er für ihn gearbeitet. Tragisch. Er ist ein aufrichtiger Mann. Überlass die Sache mir, Priester.
Irgendwie Mensch, toll, wie sich hier alle auf mich verlassen. Ist im Kibotos-Arsenal in der Nähe der Bibliothek. Serapis sei mit dir. Und mit euch, Priester. Serapis. Auch noch nie gehört. Oh. So laufe ich eigentlich die ganze Zeit zu Fuß rum. Jetzt kann ich mich mal beschweren, wenn sich die Leute in meinen Weg stellen. Ich glaube, jetzt bin ich vorbeigerannt, oder? Wenden, so schnell geht's. Serapis, die Schlange bekommt eine Antwort. Das ist von mir. Alle Schriften müssen in der großen Bibliothek kopiert werden. Die könnt ihr nicht haben. Zu den großen Werken von Archimedes, Plato, Sappho und Aristoteles wird sich dein Gekritzel dann wohl nicht gesellen. Die sind alle da drin? Oh ja. Na, dann kannst du das doch kopieren. Zu spät, keine Lust mehr. Doch, bitte, nimm es. Nein. Du kannst es haben. Tja, so einfach geht's. Überredet. Wie soll ich Arya zwischen all diesen Schriftrollen finden? Ich finde ja, Phanus redet zu viel. Er hat interessante Ideen. Sehr radikal. Fast beängstigend. Da hast du recht. Aber kann er sie nicht prägnanter formulieren? Hat er mir gerade hier gerade nicht irgendwie was angezeigt? Na gut. Dann haben wir hier drüben eine Schriftrolle. Ach, wieso lese ich mir das durch? Das kann ich mir sowieso jetzt nicht merken. Das lese ich mir dann in der Rätselfolge nochmal durch und dann passt das Ganze schon. So, hier war jetzt noch irgendwo was, glaube ich, oder? Oh. Also da unten ist auf jeden Fall mal ein Schatz. Aber wie komme ich da runter? Hat der Tempel einen Keller? Sieht irgendwie nicht so aus. Ja gut, dann gehen wir mal zu dieser Statue da vorne. Ups. Ich vergesse immer, dass ich nicht sprinten kann nochmal extra. Immer Shift drücken und dabei zieht er die Waffe. Das ist eine Bibliothek, seid mal leise. Welt steht euch zur Verfügung. Hier könnt ihr in Ruhe über das Unterdrückerregime nachdenken, unter dem wir zurzeit leiden. Die alexandrinischen Poeten, erwähnte ich die? Sie sind eine Gruppe von Dramatikern, die für den freien Gedankenaustausch im Lande einsteht. Was auch immer der Pharao davon hält.
Obwohl der herrschende Pharao dazu neigt, mithilfe willkürlicher und despotischer Dekrete zu regieren, unterstützen wir hier die freie Lehre, und zwar zu allen Themen. Hört sich gut an. Also gut. Serapis. Was jetzt? Wo ist Aya? Ah, Serapis. Ich verfasste einen tragikomischen pastoralen Epos über ihn. Ah. Du bist bei, oder? Aya würde dich gerne sehen. Ist sie sicher? Beeilung, folge mir. Es tut mir leid, guter Mann, du scheinst betrunken zu sein. Die Bibliothek ist für ernsthafte Gelehrte. Sie hat sich versteckt. Wer bist du? Ah, du interessierst dich für homerische Verse, hm? Hier entlang. Ich bin Ayas Vetter, Phanos. Ah ja, Phanos. Schön, dich kennenzulernen. Erzähl mir, was mit Aya geschehen ist. Warum die Heimlichtuerei? Gennadios lässt seine Männer die Häuser durchsuchen. Oft zerren sie Menschen auf die Straße und foltern sie für Informationen. Typisch für das Regime, unter dem wir leben. Gennadios? Ein Monster. Der Phylakitai von Alexandria. Er verwüstet die Stadt, um sie zu finden. Wo ist sie jetzt? Ich habe einen sehr mächtigen Freund, Apollodoros. Du hast sicher von ihm gehört. Hab ich nicht. Na schön. Jedenfalls bot er Aya ein Versteck an, als sie hier Probleme bekam. Aber was ist geschehen? Du weichst mir aus! Ein Wirrwarr politischer Intrigen. Sie wird dir alles erklären, sei unbesorgt. Ziemlich behaarter Vetter. Da! Das ist Phanos! Ihr glaubt, er sei ein Poet! Der moderne Sophokles. Weiter kann ich nicht gehen. Du findest den Weg zu Aya in dem Monument da vorn. In dem da? Geht's da irgendwo rein? Genau da! Da hat's ja eben nicht geklappt. Es scheint ein Loch zu sein. Die Bretterwand hier ein bisschen durchbrechen oder so, oder ist es? Oh Gott. Ich habe mir jetzt schon gedacht, jetzt sterbe ich. Hübsch hier. Das wollte ich jetzt doch nicht. Ach, der Schatz ist also hier unten, okay. Ich hab dich vermisst. Wir dürfen uns nie wieder für so lange trennen. Wir haben doch nur noch uns. Ohne Hemur. Lass uns zusammen sein. Uns zwei. Miteinander. Ich habe Neuigkeiten. Die Gerechtigkeit hat dich vernarrt. Ah. Hiermit habe ich Medunamun erschlagen. Ich hasse es, dass wir so etwas tun müssen. Aber gut, dass du es getan hast. Wenn ich ehrlich bin, habe ich es genossen. Deine Berührungen haben mir gefehlt. Und mir, dich zu berühren.
Ich habe auch getötet. Akteon. Ich spürte ihn auf und fand eine Maske in seinem Zimmer. Als er zurückkam, zwang ich ihn, sie zu tragen. Dann stieß ich dieses Messer durch die Augenschlitze. Ah ja. Aber ich war unvorsichtig. Ein anderer Maskierter verfolgte mich nach Hause. Das war sogar noch schwieriger. Nur noch einer mehr. Und dann sind wir fertig. Sieh dir das an. Ich habe es von Akteon. Apollodorus sagte, der Papyrus sei aus dem Regentschaftsrat. Das heißt, die Schlange gehört zu Ptolemäushof. Woher weiß dieser Apollodorus solche Dinge? Er hat überall Informanten, durch seine Arbeit für Kleopatra. Kleopatra? Sie ist geächtet worden. Von ihrem verräterischen Bruder, ja. Sie will zurück auf den Thron. Sie will den Tod der Schlange ebenso wie wir. Und sie vertraut mir. Sie gab mir das hier, um ihn zu töten. Mit dieser alten Klinge wurde der Tyrann Xerxes getötet. Eine Waffe der Gerechtigkeit. Wie raffiniert. Ah. Ich gehe zum Palast und finde heraus, wer das Siegel der Schlange benutzt. Und das hier benutze ich. In der Kammer des königlichen Schreibers findest du viele Informationen. Er verbringt viel Zeit im Badehaus. Durchsuche den Palast, wenn er fort ist. Und du? Ich kann hier nicht weg, solange Gennadios die Straßen absucht. Er ist entschlossen, mich zu töten. Dann werde ich neben der Schlange auch sehen, was ich von Gennadios erfahren kann. Und ihn töten. Finde heraus, wer die Schlange ist und zeig ihm das Gesicht des Todes. Ich treffe dich am Paneum, wenn du die Schlange und Gennadios getötet hast. Mein Herz weint, bis ich dich wiedersehe. Und auch meins, mein Liebster. Okay, das wird ja immer interessanter. Was mich nur so ein bisschen verwirrt ist, wieso er sich nicht den Finger abschneiden muss, um die Klinge zu benutzen. Also ich meine, das war ja bei Altair noch so und Altair war ja schon im 12., 13. Jahrhundert irgendwie in die Richtung. Das heißt, über 1000 Jahre später mussten sie sich die Finger abschneiden, um die Klinge benutzen zu können. Und hier in der Antike, vor Christus, irgendwann, keine Ahnung, wann würden das wohl genau spielen? Ich glaube, so 100, 200 vor Christus wahrscheinlich. Obwohl, Kleopatra und Cäsar ja dann eher 20, 30 Jahre vor Christus. Irgendwo so in die Richtung. Zumindest irgendwie. Aber cool, dass ich jetzt die Klinge... Warte mal, kann ich jetzt die Klinge als Nahkampfwaffe auswählen? Nein, kann ich... Okay, kann ich nicht. Was ist das da? Das ist hier ein Jagdbogen. Das ist hier ein Raubtierbogen. Jagdbogen, habe ich jetzt hier einen besseren? Raubtierbogen, glaube ich, hatte ich keinen besseren. Nee.
die Tierprodukte hat er dann auch verkauft bei den unnötigen Zeug. Verkaufen. Knopf. Okay. Ich hoffe, die brauchen wir jetzt dann nicht irgendwann wieder. Das würde mich irgendwie nerven. Ja, dann hätte ich jetzt auch gesagt, machen wir jetzt dann erstmal mit der Hauptquest weiter. Das erledigt sich hier aber ziemlich schnell. Ich meine, das heißt jetzt, wir haben zwei getötet, sie hat zwei getötet, es ist bloß noch der letzte übrig. Okay, mit welchem fangen wir an? Mit dem einfacheren? Der ist Stufe 11. Ich habe jetzt gerade irgendwie nicht kapiert, dass die Mission nur ist, die beiden Missionen abzuschließen. ja. Ach ja, genau, hier war... Und hier irgendwie sonst noch raus? Müssen wir denselben Eingang, die Ausgang benutzen? Wäre ja ziemlich umständlich. Obwohl, komme ich jetzt hier... Ja, hier komme ich her, oder? Hier war eben nichts. Was ist das? Das ist was. Der Weg führt zum Haar. Kaum zu glauben, dass Vanos dich durch die Grube geschickt hat. Aha. So ein Arsch. Wer ist die Schlange? Das muss ich noch herausfinden. Im Palast muss es einen Hinweis geben. Such nach dem Siegel, das auf dem Brief war. Es ist zu gefährlich, das Versteck zu verlassen, solange Gennadius und seine Männer nach mir suchen. Das war ja nochmal eine schöne Zusammenfassung der ganzen Cinematics. Okay, dann gehe ich mal hier raus. Oder... Kann man das Cinematics sagen? Ja, kann man schon. Machen wir uns mal auf den Weg. Schon wirklich eine sehr schöne Stadt. Also die haben es ja schon sehr schön gemacht hier. Oh. Wer denn redet der mit mir? Nee. Wow. Sollen das hier dann die Slums sein oder was?
nach dieser Mission sollten wir hier vielleicht mal gucken, ob wir hier nicht so ein bisschen unsere Ressourcen aufstocken. So, okay. Er war hier. Dann gucken wir noch schnell nach Wachen. Aber so ein bisschen merkt man schon so mit der Wahrnehmung. Tut sich deutlich leichter, hier irgendwelche Wachen zu finden. Ausrufezeichen. Sehr spannend. Es ist hundertprozentig auch eine Nebenmission, hier diese ganzen Gefangenen zu befreien, oder? Ja, hier ist nochmal ein Gefangener. Wie viele Gefangene haben die denn hier? Hier zwei Hauptmänner. Und wie viele Schätze gibt's ja? Oh, hier gibt's aber eine Armbrust. Das gefällt mir. Vielleicht sollten wir erstmal hier hingehen und dann... Hier ist nochmal ein Hauptmann. Ich habe das Gefühl, das wird immer schwieriger hier. Ach, und hier ist der Gennadios. Nochmal ein Hauptmann, okay. Also, wir haben hier drüben eine Armbrust. Haben wir hier drüben noch Waffen auf den Türmen? Hier ist ein Feuer, das müssen wir auf jeden Fall ausschalten bei so einer Gegneranzahl. Ja, und hier am Hafen gibt es auch noch welche. Ja, das wird jetzt eine ganz nette Mission. Deshalb würde ich jetzt auch mal sagen, dass wir diesen Kampf hier, denke ich mal, auf die nächste Folge verschieben. Ja, das machen wir so. Also dann... Bis zum nächsten Mal. Es gibt jetzt ein neues Credo. Aus dem Schatten sind wir gekommen. Und im Schatten werden wir bleiben.